Grenze zwischen Zufall und Ironie ist ein schmaler Grat. Bist du dir wegen der Karte sicher? Leider ja. Es gab vor Jahren einige dumme Gerüchte über die Entdeckung von König Arthurs Grab, die bald widerlegt wurden. Tja, und so entstand eine neue Touristenattraktion. Sehen wir nach, was wir dort finden. Es könnte lehrreich werden. Ach ja, und da wären wir auch schon wieder. Entweder muss die Haushälterin gefeuert werden, oder hier war seit Monaten niemand mehr. Ja, es könnte ja auch beides sein, Lara. Könnte ja auch beides sein. Gut. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben. Und dann gucken wir doch mal, was wir hier so finden. Der Laden hat schon bessere Zeiten gesehen. Das war's nicht. Das war eine Granate. Ah. Hätten wir die Granate nicht verschwenden müssen. Aber egal. Hat ja so funktioniert. Die Locken mit Strom. Ich muss die Energieversorgung finden. Da unten scheint alles so ziemlich dicht zu sein. Versuch's doch mal weiter oben. Ja, das wird schon. Jetzt. Tada! Oh. So, Strom hätten wir. Ja, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob wir den so wollten. In der Form. Denn da kannst du jetzt nicht mehr dran, Lara. Hep. Und hep. Und hep. Ja. Achso, okay. Das geht auch. Gut. So, Tretet näher und höre die Geschichte von König Artus, wie er von Sir Hector. Ein einziger und wahrer König. Natürlich kannst du so die Tür öffnen. Ihr schreibt mit. Jedes Wort. Kann es sein, dass du lächerlich nicht von charmant unterscheiden kannst? Sehet den Heiligen Gral. Diese Vision von Kelch Christi erschien Arthus und seinen treuen Rittern. Sogleich machten sich einige von ihnen auf, den Heiligen Gral zu suchen. Es waren derer vier: Sir Lancelot, Sir Galahad, Sir Percival und Sir Bors. Weit reisten sie und kehrten doch nie mehr zurück. Nur Sir Galahad erblickte den Gral und sein Herz ward erfüllt von Freude. Woher wissen Sie das? Er ist noch nie zurückgekehrt. Gute Frage. Mann. Immer diese Skeptiker. So versammelte König Artus die größten Ritter seines Reiches, die fortan als Vorbilder der Ritterlichkeit und Tugend dienen sollten. Wohlgemut kamen sie, und eine solche Versammlung war nie zuvor gesehen, und das Reich war erfüllt von Jubelgesangen. Hey, drück nochmal auf den Knopf. Das ist für alles da wie eine Elektroschocktherapie. Ich glaube eher, dass es ihm gut tut. So versammelte König Artus die größten Ritter seines Reiches, die fortan als Vorbilder der Ritter. Nur für Alistair natürlich. Oh, klar. Ah, müssen wir schnell sein, okay. Da müssen wir schneller sein. Okay, klar, ergibt Sinn.
Hep. Und hep. Dann sollten wir da noch dran kommen. Was? Was? Merlin würde sich im Grab umdrehen, wenn er dich hören könnte. Das ist ja mehr als lächerlich. Kann es sein, dass du lächerlich nicht von charmant unterscheiden kannst? Sehr schön. Jetzt auch, ohne in der Luft schweben. Und was trug sich zu mit Excalibur, dem Schwert der Legende? Merlin brachte Artus zum magischen See, auf dem die Herren des Sees lebten. Aus ihrer Hand empfing Artus Excalibur, das Schwert, das nicht zerbrochen werden konnte, weil es von Magie beschützt wurde. Ist Excalibur nicht das Schwert im Stein gewesen? Ja. Es waren zwei Schwerter, verdammt nochmal! Hey, Sid. Das war zu einfach. Ah, ich liebe es. Hey. So, jetzt aber. Alles da aufzuregen, ist so super. Schließlich verfiel Merlin seiner Liebe zu Nimue, die er die Magie lehrte. Doch schon bald setzte die Hexe ihre Macht gegen ihren Geliebten ein und verbannte ihn in eine Felsenkammer. So war Merlin nicht an Arthurs Seite, als jener gegen Mordred kämpfte. Wohlan, es scheint, als wären auch die weisesten aller Männer nicht vor Narreteien gefeit. Tja, selber schuld, Merlin. Trau nie einer Frau? Nein, glaub nicht an Magie. Oder beides. Keine Ahnung. Stunde um Stunde hieben Artus und Mordred auf der Ebene zu Salisbury aufeinander ein. Artus mit Excalibur und Mordred mit dessen Scheide. Als beide entwaffnet waren, versetzte Artus Mordred einen tödlichen Stoß mit dem Speer Sir Bedivere's. Doch auch er selbst wurde im Kampf tödlich verwundet und der Himmel verdunkelte sich. Ach was, heutzutage sagt man Abend dazu. Nimm's nicht so wörtlich, Alistair. Die ganze Archäologie ist eine Metapher. Vor seinem Tod drang Artus seinen letzten Ritter Sir Bedivere, Excalibur der Herren des Sees, anheimzugeben. Und als er so gesprochen hatte, fiel Artus in einen tiefen Schlummer und wurde nach Avalon gebracht. Von dort Mist. Wird er dereinst zurückkehren und seine Krone beanspruchen. Nee. Nein. Ah. Wie gehen wir hier entlang? Da gefällt's mir eh mehr. Ja. Viel zu weit weg. Viel zu weit weg sind wir da. Komm. Komm, Lara. Komm mal da hin. Nein. Lara, geh da mal hin. Geh da mal hin. Ach, Lara. Bist du denn deinen Lack gesoffen? Nein! Ah! Komm schon! Weißt du genau, was wir hier machen sollen? Nee. Okay, irgendwie. Durchkommt sie halt nicht. Weil sie jedes Mal da dran hängen bleibt. Ah! Ah! Okay. Wenn Artus in Avalon ist, wessen Grab ist das denn hier? Ein Sachsenkrieger, Alistair römischer Würdenträger. Die Legende könnte verschiedene Ursprünge haben.
Hier sollte eigentlich die Wahrheit hinter dem Mythos erklärt werden. Aber das ist nur ein Lager. Das passt aber. In diesem Laden gab es bis jetzt so wenige Wahrheiten. Warum sollte es hier welche geben? Der einzige sachliche Beleg für die Artus-Sage wurde zerstört, bevor das hier alles gebaut wurde. Sei nicht so streng mit Professor Worth. Immerhin hat er für die Renovierung des Museums den langweiligsten Ausstellungsraum geschlossen. Ja. Hui! Ich würde sagen, wir schieben einfach mal alles da unter. Oder doch nicht. Ja. Das wird schon reichen. Können wir sowieso nicht tragen. Okay. Cool. Das ist definitiv nicht Arthurs Grab. Das wissen wir schon. Wie kommst du darauf? Ich habe in meinem Leben genug Gräber gesehen, um ein Kenotaph zu erkennen. Ein was? Ein Ablenkungsmanöver. Das sieht doch ein Blinder. Da irgendetwas. Eine Leiche? Nein, eben nicht. Vom Alter her ist er authentisch. Aber das Alter selbst ist nicht authentisch. Und was soll das heißen? Sie sagte, der Sarkophag stammt etwa aus dem 11. Jahrhundert. Damals entstand auch die Artus-Legende. Der echte Artus lebt aber 5 Jahrhunderte früher. Der Sarkophag ist also alt, aber nicht alt genug. Da drin könnte sonst wer liegen. Oder gar niemand. Nein, hier muss noch was anderes sein. Hier muss noch was anderes sein. Okay, aber das Grab können wir nicht öffnen. Ja, blöd. Wie gesagt, spring da weg. Naja, dass hier irgendwas ist, das glaube ich klar, aber so bekommst du es nicht auf. Naja, und Granaten haben wir jetzt sowieso nicht mehr. Ja, da geht's hier irgendwie durch. Können wir da hochklettern? Nein, da können wir nicht hochklettern. Ja. So, gehen wir mal hier hoch. Sollte sich ja niemand dran stören, ne? Da am besten hoch. Ach, wobei, ich habe eine Idee. Ups. Nein, nein, nein. Schon mal eins. Zweite schnappen wir uns jetzt, wenn wir hier nicht festhängen würden. Dann können wir wenigstens irgendwas mitnehmen. Nein. Das hier mitnehmen. Okay, cool. Also wir können hier rauf, wir können hier rauf und da rein. Ah, das muss das Büro des Professors sein. Das ist genauso schäbig wie sein Ruf. Das musst du gerade sagen. Okay, wenigstens fahren wir hier schon mal hin. Aber das hatte es nicht mit sich auf... Warte mal, ich hab... Vielleicht noch eine andere Idee. Ja, warte. Schwierig.